Ja, moin Leute und willkommen zum Metzger-Simulator. Schlachthaus-Simulator. Also, willkommen zum Landwirtschaftssimulator. Ja, gestern haben wir hier im Livestream so ein bisschen BGA gemacht. BGA ist überfüllt. Wir haben, blopp da mal auf. Da liegt so einiges noch, ne? Und die sind randvoll, die Dinge. Ja, mal gucken, wie viele Tage ich davon was habe. Ich sehe gerade, ich kann wieder mal Kredit zurückbezahlen. Geil. So. Gut, mein Plan ist es, ich würde ganz gerne heute mal ansehen. Das lassen wir aber erstmal den Helfer machen. Weil zwischendrin würde ich ganz gerne mal jetzt zum Jahresabschluss so einen kleinen Hofrundgang mit euch machen. Also ich glaube, hier bei der BGA ist nicht viel mit Rundgang. Ich glaube, das kennt ihr ja alle schon. Aber wir könnten dann mal bei Pronat vorbeigehen, schauen uns mal kurz um. Gehen mal zu Mr. Catfish, der ist auch auf dem Server gerade. Können wir uns dann auch nochmal umschauen und mal gucken, was bei Avataras so läuft. Hatte mir ja gesagt, dass man in kürzeren Abständen ab und zu mal einen Rundgang macht, dass ihr auch seht, was die anderen machen. So, habe ich überhaupt noch Saatgut da? 9000 Liter. Bam. So. Viel ist es nämlich nicht, 9000. Muss ich eh gucken. Muss ich wahrscheinlich bis zum Ende ranfahren. Das ist die größte Einzelkorn-Seemaschine, die es gibt hier im Spiel. Aber hier für die BGA, glaube ich, rentiert sich das. Weil wir werden ja auch immer größere Äcker noch haben. Und die hat auch Direktsaat mit drin. So, probieren wir. Einmal ein aussteigen. Kann ich den aufklappen? Oh ja. Okay. Sogar ein Sound. Okay, lassen wir mal sein. Gut, dann fahren wir die Mühle mal schnell irgendwo hin und mein Lenkrad geht wieder nicht. Dann heute mal ohne Lenkrad. Schade, schade, schade. Ja, und was ist dann hier mein Plan? Mein Plan ist vielleicht sogar noch einen zweiten Schweinestall zu bauen, dass wir noch mehr Gülle und noch mehr Mist rauskriegen. Dann bräuchte ich ein kleines Feld, da werden wir wahrscheinlich das hier nehmen für Zuckerrüben. Obwohl, das ist zu groß. So viel Zuckerrüben brauchen wir nicht. So, und jetzt Premiere. Das ist das erste Mal mit der großen Seemaschine. Ich weiß halt nicht, wie riesig die ist. Die hat 17,5 Meter oder so. Das heißt, der Helfer fährt da zweimal übers Feld und ist fertig. Na, viermal, fünfmal. So. Sieht gut aus. So, dann würde ich sagen... Ach, das mit dem Lenkrad, das nervt doch. Wartet mal kurz. Wartet mal kurz. So. Jetzt geht's wieder. Ja, jetzt geht's. Also wir fahren jetzt zuerst mal zu Mr. Catfish. Nein. Warum? Was will der denn jetzt hier? Mann. Ich weiß nicht, die Karre hat voll den komischen Sound. Ich glaube hier lang. Ja, da sieht man schon... Oh. Oh. Das habe ich selbst noch nicht gesehen. Also er ist fleißig am Bauen. Oh, schon schön mit Zaun.
Also da hat sich ordentlich was getan. Guckt euch das mal an. Boah. Und wir parken einfach mal hier. Hört sich schlimm an, die Kiste. So. Wo haben wir denn den Mr. Catfish? Wo ist der denn? Der ist gar nicht da. Ach, der ist da oben bei... Ah. Na gut, dann lassen wir ihn in Ruhe. Wir müssen ihn ja nicht dabei haben. Wir gucken uns einfach mal so ein bisschen um. Also er hat ein schönes großes Silo hier stehen. Er wollte noch ein größeres hinstellen, aber da hat der Trigger irgendwie nicht funktioniert. Dann hat er sein Gewächshaus am Start und eine Halle mit Werkstatt sogar. Brechen wir einfach mal ein. Okay, geil. Der große New Holland drinne. Glashängerchen. Und das ist die Werkstatt. Das ist ja cool. Cool, cool. Oh. So. Cool, cool. Er ist ja überwiegend im Forstimperium zuständig. Der ist auch gerade beim Bronat und macht seine Missionen da oben. Sprich, er hat einen Auftrag bekommen, Bäume zu fällen. Bei mir genau das gleiche. Hat er auch noch einiges zu tun. Den müsste ich ihm eigentlich mal vom Hof runterschieben irgendwie. Okay, Saatgut und Dünger. Er hat es schön strukturiert und ordentlich gebaut, muss man echt mal sagen. Hier ist das Sägewerk, das große. Hier ist auch noch irgendwas. Ja, wahrscheinlich auch Sägewerk, irgendwas in der Richtung. Boah, ja, ja, da fragt man sich, wo er die Kohle hernimmt, ne? Ist halt voll der Industriekomplex. Und ach, noch mehr Hallen und boah. Okay. Okay. Geil. Also da muss man wirklich mal sagen, hier hat er sein Häuschen. Das hat er echt mal schön... schön umgesetzt. Und die Halle, die mag ich. Die Halle finde ich irgendwie ganz cool, deswegen baue ich die auch so gern. Kostet einen Haufen Geld, aber die hat Solar oben drauf. Das heißt, die bringt Geld. Und man hat richtig Platz, um da drinnen zu hantieren. Und ich finde das mit dem Fenster auch noch ganz geil. Aber cool. Schön aufgeräumt, ein schöner großer Hof. Geil. So muss es doch sein, oder? Krass. Hat er wirklich schön gemacht. So, dann müssen wir jetzt mal auf der Karte gucken. Fahren wir, glaube ich, mal bei Avataras vorbei. Beziehungsweise ich switch jetzt mal den Discord. Ein bisschen höher ziehen. Ah, guck mal, wir haben Besuch. Guten Tag. Ich habe mir gerade deinen Hof mal angeschaut. Ja, und? Geil. Also wirklich geil geworden. Ja, und? Ich bin sehr stolz drauf. Da habe ich mich gestern Abend echt nochmal 2 Stunden hingesetzt und habe nur Dekozeug gemacht. Sieht ganz gut aus, ja. Deswegen war ich auch sehr zufrieden über die Summe, die ich dann bei der Silage rausbekommen habe. Aber das ist ja das, was ich auch immer sage. Das mit der Deko, das macht schon viel aus. Anstatt einfach nur irgendwie platziert, das sieht immer so, ich weiß nicht, fehl am Platz aus. Ja. So, wir fahren jetzt einfach. Da muss ich auch sagen, habe ich sehr viel Mühe gegeben. Ja, man sieht sehr gut aus und ich habe gar nicht damit gerechnet, dass du schon so viel Hallen und allem da stehen hast. Nicht schlecht. Ja, was denkst du, was aus diesen 650.000 Silage wurde? Wie habe ich da rein investiert? In Hallen? Das haben sie immer, also zumindest meine Zuschauer, noch gar nicht gesehen, den Hof. Ich bin jetzt direkt hier beim Pronat auf dem Hof. Ja, ich jetzt auch. Ah, dann sehen wir uns ja gleich. Ah, da fährst du ja schon. Ja, ich mache jetzt mal seine Bäume endlich weg, die er hier noch offen stehen hatte. Ja, und bei dir brauche ich noch ein Angebot von dir. Oh ja, da habe ich ja dann mega viel zu tun. So, hier sind wir bei Bronat auf dem Hof.
Sieht auch ganz ordentlich strukturiert aus. Ist noch nicht viel passiert. Aber bei Bronat ist uns auch schon aufgefallen, er macht halt ohne Kredit von vornherein und hat halt auch sehr kleine Maschinen. Das heißt, das zieht sich bei ihm. Und er ist ja auch nicht so süchtig in dem Spiel wie wir. Du willst doch nicht sagen, dass wir Suchtlappen sind. Nein, nein, auf keinen Fall. Und das seht ihr ja, 3 Meter Gruppe, 3 Meter Fluch, 3 Meter Seemaschine. Da kommt man nicht schnell voran. Und er hat überall Gras angepflanzt, weil er rausgefunden hat, dass es da so eine komische BGA irgendwo hier in der City gibt, die da sehr gut dafür bezahlen tut. Ja, es ist Einzige, der für uns ein sehr lukratives Geschäft. Einzige, der es noch nicht genutzt hat, ist Avataras. Der wird es aber bald nutzen, weil ich weiß, als ich heute Morgen bei ihm war, Maschinen angucken, er hat jetzt auch eine Ballenwickelmaschine und ja, aber wird demnächst auch einige Ballen vorbeibringen. Das weiß ich noch nicht, weil er hatte zu mir gesagt, die Ballen will er für die Tierfütterung nehmen. Okay. Ach, guckt euch an. Er hat doch eigentlich nur Schafe. Guckt euch das doch mal an hier. Ja, da siehst du jetzt hier, wie ich abhebe, Mensch. Da wie ich es am schlimmsten mache. Die Dinger sind schon geil. Also so einen bin ich ja auch real life schon gefahren. Teil ist so mega. Machen schon Spaß. Kriegst du noch nicht so ganz mega gut hin? Ja, ist eine Gewöhnungssache. Die Steuerung ist sehr schwierig. Ich denke halt mit Joystick geht das dann ganz geil, ja. Es nimmt halt ungemein viel Arbeit ab. Also dieses ganze Kleinvieh hier zu entasten, das dauert so lange. Also gerade bei großen Bäumen ist das, boah. Ich weiß zwar nicht, wie lange du hier noch brauchst, aber du darfst dann gerne mal bei mir vorbeikommen wegen Auftragsbesprechung. Ja, wenn nicht, tue ich mal gleich eine kurze Unterbrechung machen, komm mal bei dir auf den Hof. Ich fahre jetzt kurz bei Avataras vorbei, da nochmal gucken und dann geht's direkt zu mir zurück. Na, jetzt hat er. Komm ich sehr gerne mal vorbei. Da wäre ja noch ein Punkt, den ich mal ansprechen wollte. Für diejenigen, die den Livestream gestern nicht gesehen haben. Wir planen derzeit mal ein Community-Projekt hier im LS22. Und zwar haben wir uns überlegt, wir werden die No Man's Map nehmen. Die ist nämlich auch für Xbox verfügbar. Werden einen riesig großen Server aufbauen, aber wirklich riesig groß, mit so vielen Slots wie möglich ist. Und dann wird ein Tag gemacht, wo jeder von euch die Möglichkeit hat, das wäre dann ein passwortfreier Server, jeder die Möglichkeit hat, mit ins Spiel zu kommen und einmal, ich sag jetzt mal BGA XX Ultra XXXL, eine riesen Ernte mitzufahren. Und an dem Tag wird natürlich auch alles in Aufnahme sein. Das heißt, wenn jemand von euch mitspielen will, dürft es euch nicht stören, wenn ihr in einem Video mit auftaucht. Das ist schon mal ein Kriterium, was wir haben. Wisst ihr, das habe ich vergessen zu sagen. Ja, jetzt hören es aber deine Zuschauer auch. Und ihr dürft gerne, wenn ihr Interesse habt, also Datum steht noch keins fest und es steht auch noch keine Uhrzeit fest. Weil wir müssen erstmal so ein bisschen rausfiltern, wie viele Leute haben da Bock drauf und wie viel nicht. Wie viel wären dann dabei, wie viel nicht. Weil wenn das sich nur 2-3 Leute melden, dann brauchen wir das gar nicht zu machen. Da können wir ganz normal unser Projekt hier durchspielen und fertig. Aber das Projekt würden wir nur machen, wenn genug Leute zusammenkommen. Avataras ist hier fleißig am Palettenschubsen. So, und da dürft ihr gerne bei Mr. Catfish im Video heute und bei mir unter dem Video mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Interesse hättet. Dann soweit, wenn es soweit ist. Ich denke mal, es könnte Ende Januar werden, weil es muss ja vorbereitet werden, es muss geplant werden. Wenn ihr Interesse habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Dann haben wir schon mal so einen groben Überblick mit, okay, da haben sich schon 5 Leute gemeldet. Das ist für uns schon viel wert. Genau. Also wird echt was Großes geplant. Ja. Also wir reden hier wirklich
BGA Extreme. Es könnte sogar passieren, dass wir an dem Tag, wo dann alle da sind, einen Livestream sogar machen. Weil in einem 30-Minuten-Video wird das, was wir vorhaben, nicht möglich sein. Nein. Also das könnte, wir haben schon drüber gesprochen, es könnte sogar vielleicht auch mal 3 Stunden, eventuell 4 Stunden Stream geben, je nachdem. Müssen wir mal gucken. Wie gesagt, schreibt's fleißig in die Kommentare, ne? So. Dann sind wir hier bei Avataras. Der hat seine Schäfchen und dafür hat er auch die Ballen, wie man sehen kann. Ja, so, für Deadman. Perfekt. Sieht auch krass aus. Also er hat hier voll die Industriestadt. Und er guckt hier durch und überall ein Werk nach dem anderen. Was hat denn der sich da eingebaut? Ach, das ist die Ölraffinerie, ne? Genau, aber soweit ich weiß, wollte er die wieder wegmachen. Cool. Und hier hat er noch ein paar eingepackte Silageballen liegen. Und als Wohnhaus hat er den Trailer gewählt. Auch nicht schlecht. Geld gespart, klar. Da sind Bienchen. Sieht auch ganz cool aus. Nicht schlecht. Cool, cool. Okay. Dann fahren wir mal zurück nach Hause. Ja, das müssen wir jetzt so machen. Ja, das klappt sonst nicht. Der dreht mir das Köpfchen nicht. So, dann kann man noch mit, können wir zwei dann nochmal ein Auftragsgespräch machen, dann passt das auch. Mhm. Ich bin hier auch fast soweit mit der Holzfällung durch. Dann hast du zu tun, bis du schwarz wirst, aber echt. Ich wollte gerade sagen, mein Sägewerk freut sich, wenn es mal wieder ein bisschen gefüllt wird. Und das ist gleichzeitig eine gute Übung hier mit dem Cobra mal. Größere Aufträge entgegenzunehmen. So. Und dann zeige ich euch halt nochmal hier grob die BGA, weil ich glaube, da gehen wir in den Baumodus rein. Dann könnt ihr es euch mal besser anschauen. So, die Hauptzufahrt zur BGA ist hier auf der Hauptstraße. Das heißt, da hinten ist der Händler. Hier habt ihr die Hauptzufahrt. Boah, der hat schon fertig angesät. Hat er angesät oder hat es nicht geklappt? Doch, es hat geklappt. Ey, mit der riesen Sämaschine, das geht ja so schnell. Das ist ja krass. Ah, gut, wir gehen nochmal kurz in den Baumodus, dass ich euch das nochmal zeigen kann. Also, wie gesagt, hier habt ihr die Hauptzufahrt. Die Waage wird auch genutzt. Es ist tatsächlich so, dass vorher, wenn hier abgekippt wird, erst auf die Waage gefahren wird. Das tun wir gegenrechnen. Und wir zahlen im Moment, bei Losem zahlt die BGA 600 pro Tonne. Genau, 600 pro Tonne. Allein schon aus dem Grund, weil mehr Arbeit da dahinter steckt. Es muss verdichtet werden und reingefahren werden und was weiß der Geier allem. Und wir bezahlen 600 pro Liter, glaube ich, war das, ne? Genau, pro 1000 Liter bei fertiger Silage. Genau, 600 pro 1000 Liter nochmal. Bei fertigen. Und hier wird immer dann gegengewogen. Das heißt, einmal drauffahren mit Vollgewicht, abkippen, nochmal drauffahren mit Leergewicht. Das wird dann abgezogen. Mal 600 genommen und dann passt die ganze Geschichte. Ja, dann haben wir hier unsere Haupthalle, die im Moment noch ein bisschen leer ist und das wird alles noch umgeräumt. Mir fehlt halt noch ein bisschen Kleingeld für noch ein paar Unterstände. Ihr seht ja hier den Fleck, da soll noch was hin, da ist was geplant. Egal. Dann haben wir einen Schweinestall schon am Start, wo ich am Überlegen bin, hier eventuell noch einen zweiten hinzustellen. Weil so hätte ich auch meine 2 Produktionsketten, die erlaubt sind, vollständig. Das heißt, ich habe Produktionskette BGA und Produktionskette Schweine. Und das Gute ist, die Schweine sind ja auch fördernd für die BGA, weil Mist und Gülle. So, Gülle können wir knapp, ich glaube, fast 3 Millionen Liter momentan bunkern hier drin. Das sollte für ein paar Tage reichen. Das kriege ich daheim auch in 2 Tagen voll. dann haben wir hier noch die Werkstatthalle, da ist auch der Big X drin.
Mit Schneidwerk und allem. Und neu gekauft haben wir uns die Maus. Und das ist nicht die Rübenmaus. Es gibt ja zwei. Es gibt einmal die Rübenmaus und es gibt die, ich sag jetzt mal allgemein, Scheißdreck aufheb, Staubsaugmaus. So, cooles Wort. Trifft sehr gut. Ja, geil. Wie war das gestern? Die Nacktkühe? Genau. Genau, die Nacktkühe. Ja, wir haben gestern festgestellt, dass ich 270 Nacktkühe, Mini-Nacktkühe besitze. So, dann habe ich hier mein Bauernhäuschen. Da habe ich halt den im amerikanischen Stil gewählt, weil ich dachte mir, es wäre vielleicht schön, wenn jeder was anderes stehen hat. Und ich glaube, das hätte erstmal keiner gebaut. So, dann habe ich einen Hund, den ich noch nie gesehen habe. Ohne Scheiß, den habe ich noch nie gesehen. Ich habe das Häuschen platziert und da war er schon weg. Keine Ahnung, mir wurde jetzt schon berichtet, dass der beim Händler gesehen wurde. Der streunert hier auch irgendwo auf den Feldern. Ich habe auch auf dem Feld gesehen schon. Auf den Feldern rum. Ich habe ihn selbst noch nicht gesehen. Ich sehe immer nur Rehe. Wie jetzt gerade. So, was haben wir denn noch? Da gibt's noch Rehe bei dir. Ja. Ich habe ja auch noch ein Waldstück, was nett weg darf, weil das zur Dekoration hier schön hinpasst. Okay. So, und dann haben wir hier halt meinen kleinen Traktorparkplatz, Tankstelle. Zwei BGAs konnte ich mir bis jetzt schon leisten. Erstmal. Dafür ist ja noch mehr Platz hier hinten. Mal gucken, wie wir das da noch bauen. Dann haben wir zwei Bunkersilos. Beide im Moment schon sehr gut gefüllt. Und wie ihr sehen könnt, da sind noch Ballen, pinke Ballen drin. Pink bedeutet Catfish, blau bedeutet Pronat. Grün war Avataras, schwarz ist meinerseits. Das haben wir auch so ein bisschen aufgeteilt, dass jeder einfach die Ballen hier abladen kann. Und ich brauche sie nur zu zählen und kann sie farblich, dann weiß ich ganz genau, okay, die kamen von dem oder dem. So, dann halt hier nochmal einen Parkplatz. Wir haben zwei Radlader, zwei Planierraupen, weil wir haben das gestern schon gemerkt, mit einer Raupe und einem Radlader, wenn richtig Action hier auf dem Hof ist, ist ganz schön Gemurre. Oder wie man das so schön nennt. Ja, das ist mein Höfchen. Ich habe den so ein bisschen freizügig gelassen, also nicht so Press, alles aneinander gebaut. Und man muss sich bewegen können. Große Maschinen müssen hier drüber rollen. Und wie ihr sehen könnt, ich habe mir auch wieder viel Wert gemacht, viel Mühe gemacht. Zum Beispiel hier Dekoration, schöner Weg, der auch schön beleuchtet ist. Verschiedene Sträucher und. Also Deko ist das A und O hier überall. So, und die Zäune sind noch nicht zu, weil ich noch nicht weiß, ob der dann hier irgendwo verlaufen wird. Das wird dann dementsprechend in die Endplanung eingreifen. Das heißt, der geht bis hier, ist noch ein Stück, da ist noch eine zweite Zufahrt. Die Zufahrt ist aber nur gedacht, die ist deswegen auch keine Waage hier. Die ist nicht gedacht für den Lieferverkehr von den anderen, die ist eigentlich so gedacht, der Ernteverkehr von meinem Feld. Sonst wird hier nur die Hauptzufahrt genutzt, sollte. Im Moment kommen sie alle hier über die Äcker gebrettert, aber wenn ein Zaun rumsteht, kommt da eh keiner mehr dran vorbei. Ja, dann hätte mir das auch alles mal gezeigt. Dann jump ich jetzt mal hier in unseren Helfer. Wenn ich ihn finde. 100.000 Maschinen zum Durchswitchen. Oh, 59%. Dann fülle mir die nochmal voll. Weil das ist ja 59%. Das Doppelte ungefähr, ja. Wenn wir voll haben könnte, es würde das große Feld reichen. Und da ist ein Fehler an der Sämaschine. Jetzt ist er weg. Das hat mich gerade so ein bisschen irritiert. Also ich wäre gleich soweit, für ein Verkaufsgespräch zu dir zu kommen. Hört sich gut an. Dann fahre ich nämlich gerade den Helfer hoch. Ich fahre nur eine Fuhre jetzt nochmal mit dem Radlader rein. So Kleinstöckchen-Kram. Dann ist das nämlich hier auch schon mal echt weggerodet. Es ging jetzt so schnell einfach. Also ich muss sagen, große Maschinen in Sachen Forstwirtschaft, das lohnt sich. Ja. Und falls jemand fragt, warum ich mir nicht diese Kiste hier gekauft habe, den Bison Active Frame. Sorry, aber dieser Kran hier. Der hat mich dermaßen kirre gemacht. Ich habe mir das Teil gekauft und es hat nicht lange gedauert. Nach 2 Stunden ist das Ding von meinem Hof geflogen. Welcher? Mit 60.000 Verlust. Welcher?
Der Bison Active Frame unter Forstwirtschaft ist das so ein Hänger mit Kran. Ach nee, vergiss das Ding. Das ist eine Katastrophe. Also mit Controller ist es eine Katastrophe. Dann habe ich es mit Maus und Tastatur versucht. Da finde ich es noch schlimmer und schwieriger, das zu steuern. Bison, Das wäre der wird mir hier gar sowas nicht für einen angezeigt. schönen Joystick. Warte mal, Forst, 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 Forstmaschinen. Ach so, der Active, ach das Ding von Ponze. Ja, nee, die Dinger machen taugen nichts. Also die sind wirklich sinnvoll, wenn du in dichten Wäldern am Arbeiten bist. Da sind die sinnvoll, weil die haben auch wirklich Geländegängigkeit und was weiß ich. Aber die Dinger sind, ja, mag ich nicht. Mag ich einfach nicht, das Teil. Och, ich hasse diese kleinen Hölzer. Und so viel Jetzt fallen Wald, sie alle und raus. so viel Wald ist hier auf der Map ja gar nicht. Also haben wir es ja weit geschafft. Motor aus, So, laden sie von Hand auf. jetzt machen wir erstmal kurz nochmal Landschaftsbearbeitung, weil mir fehlt hier ein Feldweg. Na komm. Bisschen da rein. Dieses Kleinviehzeug hätte ich mir die andere Schaufel mitnehmen sollen. Gibt hier so zwei Gabeln. Wenn es die kleine noch mitnehmen sollen. Aber die kann man auch gut von Hand transportieren. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Dafür extra Schaufeln wechseln. Sobald das Grundstück eh richtig optimiert ist, dann kommen auch schön Feldwege überall hin. Ein paar Unebenheiten werde ich mit reinbauen, dass der Traktor es auch nicht überall zu einfach hat. Das hat nicht so gut geklappt. Und das nochmal. So, dann schicken wir den Helfer da mal hin. Sieht jetzt nicht ganz so schön aus. Wenn ich mir jetzt ein bisschen mehr Zeit genommen hätte, wäre der Feldweg schöner geworden. Aber wie gesagt, das wird alles noch optimiert. So. Dann lassen wir den hier das Feld noch machen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass der oben nicht wenden kann. Oder vielleicht sollte ich oben erstmal quer eine Bahn drüber machen. Das macht vielleicht auch Sinn, ja. Ey, das ist so riesig. 17,5 Meter oder was das sind. Da kannst du halt mal wirklich auch eine ganze Menge mit auf einmal ansehen. So, schieben wir uns die ein bisschen nach vorne mit. Da wollte ich zwar nicht in den Stapel, aber. Weil ich denke, wenn wir jetzt hier quer eine Bahn drüber gezogen haben. Ja, hier liegt noch dein Bäumchen, ne? Das eine verschwundene Bäumchen. Hier liegen sogar zwei. Es wird immer mehr. Hier liegen zwei Bäumchen hier oben auf dem Acker. Am Acker. Da, wo wir gestern mit dem Häcksler schon festgehangen haben. Die Vielleicht waren es die Bäumchen, die. brauchst du gar nicht zu fällen. Die fallen bei mir schon von alleine um. Die müssen nur noch Ich merke eingesammelt werden. schon, die nehmen mir die Arbeit ab. So, jetzt haben wir nochmal eine schöne Schaufel. Ach nee, weißt du, was es ist? Da hat jemand seinen Weihnachtsbaum entsorgt. Illegale Weihnachtsbaumentsorgung. Das wird es sein, weil Weihnachten ist rum, weißt du? Jetzt ist das Grünzeug irgendwo im Weg. 100 Pro. Das sind zwei Bäume, was weiß ich, ein Zweifamilienhaus.
Da hat sich einer gedacht, oh komm, die schmeißen wir dahin ins Feld, das kriegt keiner mit. Der nächste Häcksler, der häckselt's klein, fertig. Ja, ja. Wird's direkt häckselgut. Ja, ja, man weiß ja nie. So, ich bin wieder auf dem Hof. Okay, ich komme vorbei. Ich könnte mal hier zum LKW. Mal mein Diesel auffüllen und mal wieder Saatgut auffüllen. Und dann ist mein Geld wieder weg. Die Silos sind viel zu klein. Wie geht's den Tierchen? Oder den Mini-Nacktkühen? Wir haben 160.000 Liter Gülle. Wir haben einen Haufen Stroh. Noch drinnen, sehr schön. Die Farm. Boah, die fressen die Viecher. Was sagt unser Mist? Eine Mini-Stadt hier. Sieht auch gut aus. So, mein Plan ist es jetzt noch. Weil wir ja gestern schon im Stream gemerkt haben, dass die Felder noch viel zu klein sind für die BGA. Mein Plan ist, die 53, 52, 51 noch zu kaufen, eventuell noch die 55, dass mir diese Reihe gehört. Und eventuell die hier noch, die, also 41, 42, 43, 51, 52, 53 und die 55, das wären 7 Stück noch. Weil ich denke mal, Avataras wird nach oben gehen. Und, ich habe deinen Hund gefunden! Cool, Brunhard hat auch Platz. Wo bist du eigentlich? Mitten auf deinem Feld läuft er hier rum auf der 44. Ich hätte ihn fast überfahren. Warte, ich komme zu dir. Oh, wir sind sogar schon bei 30 Minuten. Ja, mir mache jetzt noch das Verkaufsgespräch, dann kriegt ihr das nämlich auch noch schön mit und wundert euch nicht, warum auf einmal in der nächsten Folge hier alle Bäume weg sind. Die paar Minuten haben wir noch. Ey Leute, heute ist Silvester, also. Ich wollte gerade sagen. So, auch an der Stelle mal ein frohes neues Jahr. Je nachdem, wann ihr es halt seht, ne? Einen guten Rutsch oder ein frohes neues Jahr schon mal. Ey, der ist da. Da ist er. Hier, der läuft die ganze Zeit um mich rum. Ich hupe ihn an, vielleicht läuft er dann zurück in seinen Hof, also in seinen Hundestall. Schön hochgehüpfte Hund. So, jetzt. Du weißt, wie es wieder ein Hund aussieht. Jetzt kassiert er Arschtritte. Er ist ja schon süß. Er ist ein Süßer. Ja. So, ich habe schon gesehen. Ich nehme an, alles das, was weiß, alles, markiert was markiert ist. Puh, das ist ein Haufen Holz. Ja. Du hast jetzt auch die Maschinen dazu. Oh, da sind wieder diese vielen kleinen Kackbäume dazwischen. Aber sind auch ein paar gute große dazwischen, was gerade für die Maschine sehr befriedigend ist. Also das ist schon ordentlich was. Machen wir 5.000 und ich bin ein zufriedener Mann. Ich hätte noch eine andere Idee. Ja? Lass dir mal einen guten Preis durch den Kopf gehen. Und dann machst du mir komplett die 44, das Stück, was ich hier markiert habe. Ja? Ja. Und die 43 auch noch direkt Mitte zu. Komplett. Das heißt, das ganze Waldstück darf weg. An. Das ganze Waldstück, das wegkommt, okay. Das darf komplett weg. Puh, das ist Arbeit. Pass auf, 50.000. Angebot? Finde ich einen guten Deal. 50.000 und der Wald ist weg. Du musst ja bedenken, die Bäume dürfst du ja selbst noch nutzen. Ja genau, dann brauche ich auf jeden Fall ein bisschen Erweiterungen in Sachen Sägewerk, aber 50.000 und adieu Wald. Weil dann würde ich mir gleich, nachdem wir geschlafen haben und ich wieder über 100.000 auf dem Konto habe, noch das Land dazu kaufen und dann kannst du da alles platt machen. Weil ich brauche Platz. Damit mal ordentlich weggeforstet. Ich brauche große Ackerflächen. Null Problemo. Sind wir uns einig. Perfekt.
Gut, dann würde ich aber sagen, wir haben die Paletten 35 Minuten geknackt. Ihr habt das Gespräch jetzt mitbekommen. Deal steht, 50.000 für das komplette Grundstück da hinten. Hört sich auch sehr gut an von dem Preis her. Oh, hat er was zu tun? Ich denke, das sind wir auf jeden Fall beide. Hat er was zu tun? Oh ja. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall meine Aufgabe noch erledigen. Dann komme ich zu dir rüber und fange schon nochmal an. Genau. Und das wird eine Weile dauern. Allein das vordere Stück schon. Ja, dann mache ich das jetzt so. Dann hole ich mir schnell einen Kredit. Das ist eh so geil. Ach, bis ich da bin? Ja, aber dann ist es safe, weil ich weiß ja nicht, wie lange ich heute noch online bin. Weißt du, was ich meine? Ah, okay. So. Also, Grundstück gehört mir. Du darfst da wüten, wie du möchtest. So, aber ihr kennt das Spiel. Ich werde alles fällen. Daumen nach oben, abonnieren, kommentieren. Seid so nett bei Mr. Catfish auf dem Kanal auch. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und euch noch einen guten Rutsch. Bis dann und tschüss.